Und willkommen zurück zu Moonchild, dem Retro-RPG. Ja, letztes Mal haben wir das Klicken gehört und dieses Mal gucken wir wo. Und ich bin mir sicher, dass es hier war, ja. Ah, verdammt, mir ist nämlich aufgefallen. Die Frau hat, bisschen schwierig ist es. Die Frau kriegt kein Mana wieder. Also die Kalypso. Und wir gehen halt mal langsam, geht ihr das Mana aus. Das brauche ich. Oh, hier hinten ist ja nichts. Tja. Was haben wir die? Vielleicht hier zur Rechten noch was aufgegangen? Oh ja, hier. Mana Tank und wir nehmen das Fläschchen. Ist der ganze Weg vielleicht offen? Nee. Und ich mach hier auch noch nicht. Damit muss ich dann nur leben. So. Ja, natürlich. Keine von beiden kann ich machen. Das ist immer der beste Plan. Ah, Level 4, ewiges Feuer. Das hört sich doch mal interessant an. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir die einzige fertig machen müssen. Nein. Okay, damit kann ich gucken, wie die Mitglieder wiederbeleben. Okay. Alles fertig gemacht. Und wieder ein Level ab. Sieht mir jetzt langsam nach Ende aus, aber auch. Oh. Ist wahrscheinlich so eine Art Testvorrichtung. Das sieht nach der Freundin aus. Ah, richtig, Stardust. Hey! Was geht dir durch den Kopf, Schneehase? Nenn mich nicht so verfremden. Das sind sie doch. Königin Kalypso, das ist deine Überraschung. Ich habe diesen Weg auf mich genommen, um mit dir zu reden, Stardust. Ich brauche deine Hilfe. Huch, was ist? Irgendwas Wichtiges? Sehr wichtig. Und die Musik wird auf einmal... spannend. Moonchild, meine Tochter wurde entführt. Dieser Mann, Kenneth, ist ein Beschützer. Oh. Kennst du ihn? Nein, ich kenne ihn nicht. Ich fühle mich nur etwas unwohl, wenn so viele Menschen in meinem Zimmer stehen. Wir sind hier in ihrem komischen Zelt. Das innerhalb von einem Gemäuer ist, das von Succubus Kisten und Minotauren ist, ja, nicht, dass ich was sagen wollte.
Ich hätte nichts dagegen, mich zu setzen. Ah. Stardust, das ist der Ernst. Mein Herz ist zerrissen vor lauter Schmerz und Sorgen. Laut Kenneth entführen böse Geister, die Zampfier genannt werden, reiche Frauen überall auf der Welt, wahrscheinlich um ein Ritual abzuhalten. Ich brauche dich. Bitte nutze deine Macht und versuche mehr über die Zampfier herauszufinden. Woher kommen sie? Was wollen sie erreichen? Ich brauche Mondschein, sie ist meine einzige Tochter. Such dir einen Mann, dann mach's noch eine. Flippe nicht aus, Kalypso. Ich werde dir helfen. Du hast die Zampfier erwähnt. Ist das das Einzige aus der Geschichte des Mannes? Ja, aber er versprach mir, er spricht immer die Wahrheit. Hättest du gesehen, wie die Zampfier deine Freunde angreifen, würdest du nicht mehr zweifeln. Ich habe ja nur gesagt, ich brauche eine lange Zeit, um jemandem zu vertrauen. Aber Zeit ist genau das, was ich nicht habe. Kannst du deine Macht benutzen, Saras? Ja, natürlich. Rupert, du wirst das mögen. Ich habe immer Ehrfurcht vor eurem Talent, Stardust. Er ist wie ein Fan von mir, nicht wahr? Das war jetzt nicht nett. Kalypso wird lebendig von ihren Sorgen gefressen. Wie geht ihr zwei damit um? Gib mir ein wenig Zeit. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Vielen Dank. Punkt, 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 Leerzeichen, Punkt, Leerzeichen, Punkt, Leerzeichen, Punkt, Leerzeichen. Das ist Morsecode. Es tut mir leid, ich bin schüchtern. Wenn ich es vor anderen mache, Lampenfieber. Wahrscheinlich hat sie die Gabe der Hellsehen und das schon vorausgesehen. Lass sie allein! Alle! Stardust, kann ich hierbleiben? Normalerweise machst du es vor mir. Langsam wird es schwierig zu sagen, ob das noch zensierbar ist. Rupert kann da bleiben, ja. Die anderen geht bitte. Ich werde mein Bestes geben. Punkt, 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 Punkt. Noch mehr Punkte. Noch viel mehr Punkte. Das ergibt ein Muster. Es braucht viel Zeit, hä? Ja. Noch mehr Punkte. Killerpunkte. Sie ist zurück. Endlich. Kalypso. Oder sollte ich Königin sagen? Wir sind Freunde. Freunde nennen sich bei ihrem Namen. Also nenne ich Kalypso. Aber Königinnen und Könige beeindrucken mich. Immer. Nehmt das, was ich sage, nicht ganz so ernst. Meine Macht ist nicht ganz so groß. Was auch immer. Rupert wird ihnen etwas anderes sagen. Hihi. Die Zampfier treffen sich in einem Ort namens Enoch Maudar. Was dämonisch ist und so viel heißt wie der Vulkan, der nicht schläft. Mondschein ist wahrscheinlich dorthin gebracht worden. Das ist mein Gedanke. Ich kenne diesen Ort nur zu gut tatsächlich. Enoch Maudar ist eine große Festung in der Mitte von Fallsworth, das Land, das die Erde gehört. Dieser Kerl ist der Erzfeind meiner Familie und mir. Hallmark, und es regnet. Okay, dicke Befestigung. Das Ding hat irgendwie drumherum nichts. Aber wir haben auf jeden Fall einen Szenenwechsel. Ein grausamer Veteran, der durch die Einschränkung der Freiheit der Menschen regiert und sie zu Sklaven macht. Sein Schloss ist dunkel und unheimlich, genauso wie seine Seele. Seine Armee wird jeden töten, der sich ihm in den Weg zur absoluten Macht stellt. Yardel ist der schrecklichste und entsetzlichste Mann, den ich kenne. Ja, er ist auch für den Tod meines Mannes verantwortlich. Das wird herzzerreißend dort werden, aber ich bin entschlossen, alles zu tun, um Mutschein zu retten.
Bist du dir sicher, dass du zu diesem Ort gehen möchtest, wenn er so böse ist? Wir werden dorthin gehen und äußerst aufmerksam sein. Ich werde einen Mantel kaufen, um nicht so einfach erkannt zu werden. Wenn ich von die Adelsmänner gefunden werde, wer weiß, was passieren könnte. Es scheint ein grausamer Ort zu sein, um ihn zu leben. Ist es, Stardust. Vertrau mir, ist es. Mein Großvater gründete New Haven mit Menschen, die aus Falsehoods Diktatur geflohen sind. Seit unsere Beziehung konfliktreicher wurde, um es gelinde auszudrücken, gewährleisten andere Länder wie Claw Island oder Gothway, mit denen wir ein Bündnis haben, dass wir nicht angegriffen werden, solange sie unsere Nation anerkennen. Wenn wir nach Falsehood gehen, können wir bei Titan Cave eine Pause einlegen. Okay, der Typ will halt mal schön Titan Cave. McDonald's. Es liegt auf dem Weg und ist nur ein bisschen weiter nördlich und wir können Dababu fragen, sich uns anzuschließen. Wer ist Dububu? So ein lächerlicher Name. Er ist für Titanen nicht lächerlich. Du musst ihre Kultur respektieren. Genauso wie du willst, dass wir deine Begabung respektieren. Ich verdanke der Babu mein Leben. Er hat mich beschützt. Der Beschützer wurde beschützt. Das hört sich komisch an. Wäre der Babu seine Freunde nicht gewesen, wäre ich jetzt tot. Aber vielleicht auch nicht. Wie lange wird es brauchen, ihn zu fragen? Einen halben Tag. Ich bin mir sicher, er wird sich uns anschließen, wenn ich ihn frage. Der Babu ist sehr nett und sehr stark. Du willst nicht nach Falsehood gehen, nur um zu bemerken, dass du nicht stark genug bist, die Suche erfolgreich zu beenden. Der Babu wird ein Gewinn für uns sein. Alles klar, lass uns der Babu auf unserem Weg nach Falsehood einsammeln. Als erstes muss ich nach New Haven zurück und die neuesten Informationen einholen. Erst dann werden wir die Pferde nehmen und in Richtung Falsehood reisen. Stardust, würdest du mit uns kommen? Ich dachte schon, du würdest niemals fragen. Dieser Ort scheint nicht wirklich nett zu sein, aber ich werde es übersehen und mitkommen. Wer weiß, ob ihr meine Kraft nicht noch einmal benötigt. Ich danke dir so sehr, Stardust. Die Zeit arbeitet gegen uns. Schnell, auf nach New Haven. Verdammt. Doch nicht. Ich dachte schon, wir könnten jetzt nicht mehr erkunden, weil... Ja, weil wir fertig sind. Aber... Tja, damit haben wir Stardust, jetzt nicht in unserer Gruppe, aber als potenzielles Mitglied und können weiterziehen. Tja, das war's dann wieder. Bis zum nächsten Mal.